Was geht ab? Mein Name ist Dean Tramp. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Schön, dass du am Start bist und heute wird's nice, Champ. Denn ich habe meinem Kumpel Noel vorgeschlagen, ein kleines Interview zu drehen. Denn er arbeitet für Snipes auf dem Alexanderplatz in Berlin, also einer der größten Filialen sozusagen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ey, das könnte doch den einen oder anderen interessieren. Mich interessiert es auch. Ich habe versucht, ein paar polarisierende Fragen zu stellen. Also wenn der Noel nicht auf alles antworten kann, ja, dann ist das eben so. Dann wird er sagen, ich kann dazu nichts sagen. Aber wir wollten jetzt jede Frage drin lassen. Ich denke mal, das ist am spannendsten, ja. Okay, falls du das erste Mal am Start bist, dann lass doch gerne ein Abo da. Drück unten auf den roten Button und mach den grau. Dann freue ich mich auf jeden Fall und du verpasst kein Video mehr. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten direkt ins Interview mit der ersten Frage. Hey Dean, vielen Dank für die Einladung. Kurz zu mir, mein Name ist Noel, auch bekannt auf Instagram als gmn.travelsneak. Bin 34 Jahre alt, wohne in Berlin und arbeite für Snipes am Alexanderplatz in Berlin. Ja, Manuel, was uns alle interessiert ist, kommst du als Mitarbeiter von Snipes eher an limitierte Sneaker als wir? Komme ich früher an limitierte Sneaker? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sehr viele Leute hier interessiert. Aber an der Stelle muss ich euch leider alle enttäuschen. Nein, auch wir als Mitarbeiter dürfen vor dem offiziellen Release keinen der limitierten Sneaker in-store erwerben. Welchen Geschmack hast du? Welches ist dein All-Time-Favorite-Sneaker? Ja? Welcher Sneaker gefällt dem Snipes-Mitarbeiter? Ganz einfach, wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann, auch hinter mir, sind es Jordan 1 natürlich. Schon seit 1997. Snipes ist fast aus keiner Einkaufsstraße mehr wegzudenken. Und jetzt frage ich mich, welcher Artikel wird bei euch in der Filiale am besten verkauft? Es sind einige, sage ich jetzt mal so. Prinzipiell aktuell ist es hauptsächlich Jordan 1, sei es Mids, sei es Lows oder natürlich auch Air Force Ones. Gerade speziell bei der jüngeren Generation sind die sehr beliebt. Aber unter anderem darf man auch nicht unterschätzen, Air Max 270, Vapor Max oder auch Air Max 720 werden sehr gut verkauft momentan. Könnte ein Anmachspruch sein, was gefällt dir besser, der Swoosh oder die drei Streifen, Nike oder Adidas und warum? Ganz klare Sache für mich, Nike oder Nike in dem Falle. Mit der Begründung ganz einfach, seit 1997 bin ich fasziniert vom Jordan 1 und auch natürlich mit der dazugehörigen Brand, in dem Falle Nike. Hab persönlich jetzt nicht so diesen Touch jemals mit Adidas gehabt und muss auch persönlich sagen, Adidas haut mich einfach nicht vom Hocker. Nike hat für mich einfach die prägenderen und ikonischeren Silhouetten. Weißt du mehr als wir, wann erfährst du von den limitierten Releases? Ja? Bringt Travis Scott einen Schuh raus, den du schon kennst, aber wir noch nicht? Wann erfährst du von limitierten Sneakern? An sich eine gute Frage, kann dir aber nur eine kurze Antwort dazu geben. Prinzipiell kriegen wir eigentlich immer erst die Bestätigung auch in-store, wenn Nike quasi den Release auch bestätigt. Also erst wenn Nike es confirmed, können wir natürlich davon ausgehen, dass wir eventuell den Release bekommen. Also es kann in dem Falle eigentlich immer 4 bis 6 Wochen im Vorfeld sein, aber wie gesagt, die Bestätigung oder die Confirmation von Nike ist dafür ausschlaggebend für uns. Vitamin B und Connection sind alles. Gibt es die Backdoor wirklich? Und wenn ja, wie kann man sie sich vorstellen? Ich kann natürlich nicht für andere sprechen, ich kann nur für uns sprechen. In dem Falle kann ich sagen, bei uns gibt es definitiv zu 100% kein Backdoor in unserer Filiale. Was die anderen Filialen betrifft, kann ich mich und will ich mich auch nicht so äußern. Vielen Dank dafür, Noel. Meine nächste Frage wäre, wie steht Snipes oder du zu Footlooker? Ist es euer Erzfeind oder nicht? Prinzipiell zu Footlooker, ich habe an sich, auch wenn es jetzt die Konkurrenz ist, keinerlei Problematiken, habe auch sehr viele Freunde hier in Berlin, die für Footlooker arbeiten. Ich persönlich bin auch durch Footlooker damals 1997 geinfluenced worden, was den Kauf meines Jordans betraf damals. Und dementsprechend, ich habe kein negatives oder schlechtes Bild von Footlooker, ich stehe zu dem Ganzen eigentlich eher neutral. Und ich finde, wie sagt man so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich weiß, du bist Sammler und kein typischer Reseller, aber was machst du lieber? Bist du lieber der Schuhverkäufer, der im Snipes steht, oder hast du lieber den ganzen Tag für dich, um Sneaker zu resellen? Wer mich schon ein bisschen länger kennt und auch länger verfolgt, weiß, dass ich in meiner früheren Zeit tatsächlich auch geresellt habe und auch aktiv selbst stark im Resell-Game unterwegs war und es noch immer bin. Aber nichtsdestotrotz agiere ich heutzutage nur noch ausschließlich als Schuhverkäufer im Sinne des Unternehmens. Und natürlich auch wirtschaftlich fürs Unternehmen.
Yes, sir. Vielen Dank auch für diese Frage. Und meine nächste Frage wäre, ja, was hast du spezifisch für Vorteile als Snipes-Mitarbeiter? Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein kleines Placement habt, ja, da ist ein Rapper bei euch im Laden, könnt ihr euch Autogramme holen, ja? Hast du vielleicht die Möglichkeit, mehrere limitierte Sneaker zu bekommen, ohne dass sie erst in den Verkauf gehen? Kannst du für deine Kumpels Sneaker besorgen? Wie läuft das? Der ganz große Vorteil natürlich als Mitarbeiter ist, du hast die Möglichkeit, sehr, sehr viele Kontakte zu knüpfen, innerhalb der Firma als auch außerhalb, weil natürlich als Mitarbeiter lernt man so einige Personen und Persönlichkeiten kennen, unter anderem Kunden. Man weiß aber nie, wer der Kunde dahinter ist letzten Endes, und man kommt ins Gespräch, kann Kontakte knüpfen. Und natürlich hat man auch den Vorteil selbst, wenn man für Snipes arbeitet, ist man quasi der Deichmann-Gruppe unter der Deichmann-Gruppe quasi aufgeführt. Und dementsprechend hat man auch den Vorteil, dass man sozusagen bei Soulbox, Snipes, Deichmann oder auch Onigo, die alle zur Gruppe gehören, Vorteile genießt. Wie viel das ist, bleibt mein Geheimnis. Meine letzte Frage wäre, wie steht Snipes zu Resellern? Wie steht Snipes zu Resellern? Ja, natürlich, klar, in dem Falle die Policy sagt, Reseller sind nicht willkommen, es ist ein absolutes No-Go. Paare, die bei uns erworben werden, sollen auch für den privaten Gebrauch genutzt werden und nicht für den Weiterverkauf oder den Verdienst an etwas. Deswegen gibt es jetzt auch die Policy seit diesem Jahr, seitdem der Boom mit den Mids und Lows so richtig ins Rollen kam, gibt es auch die Policy, dass jeder Kunde nur einen Jordan 1 Low oder Mid oder High bekommt. Genauso wie auch nur ein paar Air Force One, egal welcher Ausführung, damit natürlich so viele Möglichkeiten bestehen für Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal so. Letzten Endes, man kann Reseller nicht verhindern, genauso wenig wie man Reseller verhindern kann, weil kommt jeder Reseller doch gerne mal mit einer Geschichte um die Ecke. Sei es, es soll für die Freundin sein, für die Schwester, für die Tante, für die Oma und wer nicht alles. Und dementsprechend, du als Mitarbeiter selbst hast da keine Kontrolle drüber und du kannst jetzt nicht jedem Kunden, sage ich jetzt mal so, extra unter die Lupe nehmen, um herauszufinden, ob er Reseller ist oder nicht. Ansonsten, die Policy ist ganz klar, Resell No-Go. Sehr aufschlussreiches und cooles Video in meinen Augen. Falls es dir auch gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Ja, darüber freue ich mich natürlich. Und unterstützt den Noel, lass ihm auch gerne ein Like auf Instagram da. Und ansonsten schreib weitere Fragen einfach gerne in die Kommentare. Vielleicht drehen wir einen zweiten Teil. Ich denke mal, wenn noch so 10 bis 15 Fragen zusammenkommen, ist das gar kein Problem. Ja, und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Glück beim nächsten Release und ansonsten auch noch einen erfolgreichen Tag. Mach's gut und keep the grind. Love.